Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge DayZ Standalone. Ich habe mich nach meinem gestrigen Minischusswechsel schon so ein bisschen wieder vorbereitet. Bin in Tscherno, habe eine Armbrust in der Hand. Und wir laufen jetzt mal los, weil ich was testen will. Und zwar brauchen wir dafür einen Zombie. So, gucken wir mal. Hier wird ja wohl irgendwo einer rumrennen. Zur Polizeiwache. Also hier leckt es wieder gehörig. Das ist aber auch kein serverseitiges Problem, sondern eben die Engine. Und mit meiner Grafikkarte müsste so ein Spiel eigentlich absolut flüssig laufen. So, hier ist schon geräubert. Na. Oh, jetzt. Aber es lohnt sich hier tatsächlich unter diese Betten zu gucken. Denn da liegen tatsächlich die MP5 rum. Hier sieht es schon gut geplündert aus. Können wir gleich weiter? Eigentlich suche ich nur einen Zombie. Der Server hat hier eine Spielzeit von irgendwas um 10 Uhr. Morgens, wie man ja sieht. Und das bedeutet, dass das Ding wahrscheinlich schon eine ganze Weile läuft. Und dementsprechend wird er schon leer gefetzt sein, was aber ja auch nicht unbedingt ein Problem ist. Wir wollen ja nur einen Zombie haben. Aber wie immer, wenn man einen sucht, ist keiner da. So, da hinten an der Feuerwache, da sind auf jeden Fall immer jede Menge. Vielleicht finden wir da auch noch eine Axt. Steht auch keiner, gibt's doch nicht. Meine, für eine Sightseeing-Tour natürlich ganz nett, wenn hier kein Zombie rumrennt, aber wir wollen ja was ausprobieren. Laufen wir mal noch hoch. Da liegt eine Axt. Gut, immer noch eine Badly Damage Axt als so ein Knüppel. So, weiter geht's. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, wenn nicht gleich ein Beinchen uns brechen. Gut, dann gehen wir ein bisschen über Land weiter. Vielleicht finden wir da
ein Zombie und wenn das jetzt hier gleich nichts wird, dann suche ich mir einen anderen Server kurz aus. Ach, da ist einer. So, die Nachladezeit ist, glaube ich, einen ganz kleinen Tucken verkürzt worden. Oh, sauber daneben. Das war dann schon mal die MP5. Und jetzt müssen wir uns aber erstmal verbinden. So. So sieht das Ganze durchs Visier aus. Sieht so ein bisschen, naja, abgeranzt aus, wie immer. Dann, so sieht die als Modell aus. Ganz schick, eigentlich. Besteht auch wieder aus drei Komponenten, dem Buttstock, dem Handguard und natürlich einem Magazin. Oh, apropos Magazin. Die haben nur einen Slot. Zumindest diese kleineren und brauchen 9 mm. So, dann haben wir das mal angeguckt. Und dann laufen wir mal weiter. Eigentlich wollte ich in Ruhe einen Schuss abgeben. Die Armbrust lasse ich jetzt liegen, weil ich kein Freund davon bin mit zwei Sachen rumzurennen. So, da kommt schon ein Zombie. Ich würde sagen, ich hätte relativ gut getroffen, aber muss man sich hinterher im Video angucken. Also ich glaube, mit den 9mm Dingern braucht man, wenn man nicht direkt den Kopf trifft, 2 Schuss etwa. So in Anbetracht der Tatsache, dass ich nur wenige Schuss habe, muss ich mal ein bisschen suchen. Hä? Ach, der lädt tatsächlich einzelne Kugeln nach, wenn man reloaded. So. 9mm Munition müsste ja auch relativ gut zu finden sein. Wie siehst du denn aus? Dich tauschen wir mal. So. Haben wir hier vielleicht einen Dosenöffner? Oh, das können wir mal mitnehmen. Kein Dosenöffner? Ah, essen möchte er was. Na gut, dann. Jetzt sieht man Badly Damaged. Wahrscheinlich habe ich einen auf die Jacke gekriegt. Und das bringt halt nicht ganz so viel. Aber das haben wir ja schon in einem der Videos gesehen. So, das heißt, wir machen mal wohl oder übel mit der Axt was auf. Dass wir wenigstens so ein bisschen was haben hier.
zu. Ach, ich wollte ja noch was anderes gezeigt haben. Stellen wir uns nochmal hier rein. So, und zwar wechseln wir mal die Perspektive. So, so sieht die Nachladeanimation aus. Die Waffe zieht auch nach, aber eben bei Weitem nicht so stark wie längere oder schwerere Waffen. Das heißt, so im Nahkampf, wenn man so ein 30er Magazin hat, könnte ich mir vorstellen, wird die den einen oder anderen Spieler aus dem Leben befördern. Oder auch Zombie. Aber meistens stirbt man ja nicht an Zombies. So. Dann werde ich mich jetzt weiter aufmachen Richtung Valuta. Ein bisschen ausrüsten muss ich mich. Vielleicht finde ich, will auch vor allen Dingen mal ergründen, ob man da Magazine für die. Mal gucken, noch eine Gaskartusche. Magazine für die MP5 findet. Und vielleicht ist da auch noch ein Zombie, dass wir mal so Schüsse aus Entfernung machen können. Und was ich auch noch ausprobieren will, da passen auch Optiken drauf. Vielleicht finden wir da eine. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das umdesignen kann. Ja, das geht. Weil ich nämlich auch mal zeigen will, wie viel Platz die im Inventar braucht. Oh, was ist das? ACP, die sehen aber auch irgendwie jetzt anders aus von der Farbe. Die werden ja da nicht reinpassen. Dann können wir sie auch liegen lassen. So, und zwar wenn wir die in den Rucksack packen. Da geht's nicht. Da geht es auch nicht. Also sie nimmt zumindest... Ach nee, habe ich die noch in der Hand? Nee, habe ich nicht. Sie nimmt zumindest mal mehr Platz weg, als der, der da jetzt frei ist. Ich meine aber, dass die nicht so fürchterlich viel Platz verbraucht. Vielleicht wie eine... in etwa wie die abgesägte Gun. So, dass das vielleicht eine Alternative für die Sniper ist, anstatt einer Pistole oder so, die noch mitzunehmen. Denn als Sniper ist man ja immer gekniffen im Grunde genommen, sobald es wirklich mal in den Nahkampf mit einem anderen Spieler geht. Pistole gegen M4 oder AKM, selbst SKS, ist natürlich ein ungleiches Duell, ne? Vielleicht ist das so noch eine Alternative. Ich brauche aber erstmal einen Rucksack, um genau zu sehen, wie viel Platz die verbraucht. Aber das werde ich noch, sollte ich es denn überleben, nachliefern. So, by the way, heute spielt Deutschland. Ich hoffe, dass ich das Video noch vor dem Spiel hochladen kann, aber das wird wohl nichts werden. Und daher frage ich auch gar nicht erst nach euren Tipps. Weil ihr die wahrscheinlich erst nach dem Spiel hier reinschreiben könntet. Und das macht dann keinen Sinn. So, da sind wir schon mal angekommen. Und gucken mal, aber der Server scheint, wie gesagt, geschrubbt zu sein. Ich will jetzt nur noch mal versuchen, so ein bisschen aus der Entfernung mal auf den Zombie zu schießen. Einfach mal zu gucken, was das Teil so kann, die MP5. So, die Animation, ne, wie sie da so dranhängt, sieht noch ein bisschen komisch aus. So, gucken wir erstmal, dass hier keiner rumschlotzt.
die könnten wir mal austauschen. Magnum mag ich so eigentlich ganz gerne. Also wo man da hinschießt, mit wächst ja auch kein Gras mehr. Türen sind schon auf. Was aber nicht so schlimm ist. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass der Server hier schon eine ganze Weile läuft. So, für die, wo ich gerade die Farbe sehe. Die AKM ist jetzt auch ansprühbar. Das ist gefixt worden. Das stand in den Loks. So, da haben wir einen Rucksack. Naja, immerhin. Ein Rucksack ist ja auch schon mal was wert. Guck, eine Gasmaske. Badly damaged. So, das heißt, ich werde mich jetzt hier mal eben zurückziehen. Ah, hier hin sollte reichen. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Damit wir mal etwa wissen, wie viel Platz brauchen das Ganze. So, jetzt sieht man es. 3 mal 4 braucht das als Item im Rucksack. So, also vielleicht für einen Sniper eine gute Alternative. So, jetzt hoffe ich, dass wir noch einen Zombie finden. Irgendwie, weiß nicht, irgendwas stimmt hier mit dem Server nicht. Da sind so wenig Zombies unterwegs gerade. Naja, aber für so einen Ersteindruck für die MP5 reicht das vielleicht. Aber vielleicht finden wir vorne noch einen oder hier um die Ecke. Wenn man einen braucht, keiner da. Hier noch mal aufs Airfield drauf. Auch keiner. Gibt's doch nicht. So, hier noch einen Blick reinwerfen, aber ich glaube, auch da wird nichts mehr liegen. Da liegt noch eine Engraved. Wie sieht der Rucksack eigentlich aus? Badly damaged. Und der? Auch badly damaged. Entschuldigung. Okay, naja. Da müssen wir den kleinen Test hier ein bisschen vertagen. Bis wir wieder Zombies haben. Das machen wir dann also in der nächsten Folge. Vielleicht habe ich bis dahin auch schon eine Optik gefunden, die da drauf passt. Und dann testen wir das mal noch ein bisschen weiter. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Und wem es gefallen hat, der kann ja gerne einen Daumen hoch da lassen. Wer Erfahrung schon mit der MP5 hat, der kann es ja gerne in die Kommentare posten. Dann können wir uns da ein bisschen austauschen. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann und ciao.